Und deswegen trete ich auch jetzt nach vorne. Seit gestern wissen wir, wir haben in den Wies schon seit, wie gesagt, 15 Jahren gefordert, es gibt eine Alternative, die heißt Ausbau der B4. Und sinnvoll mit 2+1, wie es wir aus Uelzen zum Beispiel kennen, aus der Stadtumgehung. Und diese Strecke wird jedes Jahr ein Stückchen erweitert. Es gab schon zwei Erweiterungen, wenn man den Kreis zieht von Uelzen Richtung Lüneburg. Die dritte ist gestern in der Zeitung, in der Tageszeitung angekündigt worden. Und es wird jetzt ein weiterer Teil von etwa 4 bis 5 Kilometern in 2+1 umgebaut, weil die B4 heute ja schon eine Breite hat, die dafür geeignet ist. Das wurde im Kreistag in Uelzen schon vor 9 Jahren diskutiert. Damals hatten wir einen Antrag und sind nur knapp gescheitert. Jetzt hat die Polizei in Vertretung der Unfallkommission eben auch schon festgestellt, dass es Notwendigkeit besteht, weil die Unfallsituation auf der B4 in der sehr breiten Breite sehr groß ist. Und baut jetzt ein weiteres Teilstück um. Das heißt, wir kommen auch langsam zum Ziel. Es sind dann im Kreis Lüneburg und Uelzen noch knappe, schlappe, ich untertreibe mal 10 Kilometer offen, die noch umgebaut werden müssen. Dann brauchen wir noch 3 Ortsumfahrungen. Und ab Gifhorn gibt es sowieso einen Plan, der den Ausbau der B4 schon im Bundesverkehrswegeplan verankert hat. Von daher ist die Alternative da. Und Manfred, wir werden zusammen am 25. Juni in Leipzig da weitere Grundstücke und Grundsteine legen und dafür sorgen, dass dieses Projekt dann endgültig den ersten großen Knick kriegt. Vielen Dank.